Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Gohlke, ich komme jetzt mal zu der Realität und lass mal die Ideologie fernab. Ja, heute beraten wir zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode den Einzelplan 30 für Bildung und Forschung. Und ich denke, wir können froh sein mit dem Geld, das wir zur Verfügung haben, 17,6 Milliarden. Und als ich 2005 angefangen habe, standen wir bei 7,6, also 10 Milliarden mehr. Und der Haushaltsausschuss hat in seiner Bereinigungssitzung sogar noch draufgelegt, nämlich 86 Millionen Euro. Das darf man nicht als Normalität ansehen, denn die stetig wachsenden Investitionen in Bildung und Forschung sind eine bewusste Priorisierung dieser Bundesregierung, die es auch in künftigen Jahren fortzusetzen gilt. Denn die Herausforderungen, denen Deutschland sich gegenübersteht, sei es aus dem Inland oder auch aus dem Ausland betrachtet, bedarf dieser besonderen Anstrengungen, nämlich die Anstrengung in Bildung und Forschung, um die Wettbewerbsfähigkeit und auch die Konkurrenzfähigkeit und die Wachstumsmöglichkeiten unserer Wirtschaft mit zu regenerieren. Und dabei ist Bildung eben das beste Rüstzeug, was wir unserer jungen Generation mitgeben können. Der Bund hat auch, und das sage ich auch mal in Richtung der Fraktion Die Linke, enorme neue finanzielle Verantwortung übernommen. Und es sind auch Aufgaben gewesen, die ursprünglich den Ländern zugeteilt waren, so im Ausschuss, im Haushalt für Bildung und Forschung, eben zum Beispiel die gänzliche Übernahme des BAföGs oder auch die 3-Prozent-Regelung im Pakt für Innovation und Forschung, die vom Bund jetzt gänzlich getragen wird. Deshalb müssen wir als Haushälter, und da schaue ich mal zu meinen Kolleginnen und Kollegen mit hin, in Zukunft stärker darauf achten, dass der Bund auch seine Kernaufgaben, für die der Steuerzahler uns Gelder zur Verfügung stellt, erfüllen kann im Bereich Bildung und Forschung. Und wir müssen auch dafür sorgen, wenn das Geld an die Länder weitergegeben wurde, dass wir von diesem Geld auch eine gewisse Kontrollfunktion übernehmen dürfen und können, damit es zweckgebunden, so wie wir es an die Länder weitergegeben haben oder auch an die Kommunen, dann auch eingesetzt wird. Der Bereich Bildung und Forschung ist nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich sehr gut aufgestellt. Wir haben zwar noch einige wenige Veränderungen gemacht, die meisten sind allerdings im Forschungsbereich. Und dafür möchte ich auch in Abwesenheit, Frau Ministerin Wanka ist erkrankt, von dieser Stelle auch meine besten oder unsere besten Genesungswünsche, aber der Ministerin auch dafür ganz herzlich danken. Ein zentrales Anliegen der Unionsparteien ist die Bildungsgerechtigkeit. Bildungsgerechtigkeit muss auch die Erwachsenen im Blick haben, die aus welchen Gründen auch immer einer Grundbildung von Lese- und Schreibfähigkeit bedürfen. Und deswegen haben wir auch diesen Ansatz in der nationalen Dekade für Alphabetisierung um 2 Millionen angehoben. Mit dem Konzept Chance Beruf wird das berufliche Bildungssystem verbessert und eine intensive Berufs- und Bildungsorientierung ausgebaut. Damit wollen wir die immer noch zu hohen Zahlen von Ausbildungs- und Studienabbrüchen verhindern und jungen Menschen an ihren Potenzialen orientiert den Weg in das Berufsleben ermöglichen. Auch eine Integration von Menschen, die in den letzten Monaten zu uns gekommen sind, klappt am besten über Bildung. Das BMBF hat in dem vergangenen Jahr bestehende Programme ausgebaut und nach den Erfordernissen der Flüchtlinge modifiziert. Dazu gehören unter anderem das Programm Berufsorientierung für Flüchtlinge, Projekte von Kultur macht stark und Integra-Programm des DAD für Studierende. Diese Programme sind gut oder eher gesagt sehr gut angelaufen und werden auch bedarfsgerecht weiter finanziert. In der Bildung wertschätzen wir die akademische als auch die duale Ausbildung gleichermaßen. Gerade unter dem Aspekt des Fachkräftemangels müssen wir dafür sorgen, dass die berufliche duale Ausbildung weiter gestärkt wird. Denn Handwerk
und Industrie bieten den Absolventen sichere Arbeitsplätze mit Zukunftsperspektiven, wie gerade meine Arbeitsverwaltung Saarland-Rheinland-Pfalz bestätigt hat. Und weil berufliche Ausbildung mit der Digitalisierung Schritt halten muss, haben wir den digitalen Ausbau der überbetrieblichen Bildungsstätten mit 10 Millionen Euro weiter gestärkt. Ich danke Ministerin Banke auch dafür, dass sie die Stärkung der beruflichen Ausbildung als ihr Thema mitgemacht hat, denn wir sehen, es ist für unsere Jugend ein sehr wichtiges Thema. Langjährige Schwerpunkte wie die Verstärkung von internationalen Forschungskooperationen und Hochschulkooperationen, wie beispielsweise das DAD-Programm zum Studienwissenschaftleraustausch, bleiben bestehen. Und der Dreiklang von Exzellenzinitiative, Hochschulpakt und der Pakt für Forschung und Innovation ist weiterhin zentraler Ankerpunkt. Erst dieses Jahr wurden beispielsweise durch die Humboldt-Professur internationale Spitzenforscher aus den Bereichen Mathematik, Ökologie und Physik für Deutschland gewonnen. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bleibt ein Kernanliegen der Unionsparteien und der Bundesregierung. Die Zeiten, in denen es auch der SPD, genau, die Zeiten, in denen die vorrangigen Meldungen gab, dass deutsche Spitzenforscher ihre Heimat in den Rücken kehren, sind Gott sei Dank vorbei. Mit einem neuen Bund-Länder-Programm werden ab nächstem Jahr, also ab 17, 1000 neue Tenure-Track-Professuren in Deutschland strukturell verankert. Konkret in Zahlen heißt das, dass über eine Laufzeit von 15 Jahren 1 Milliarde Euro dafür eingesetzt werden. Und ich möchte an die Hochschulen den Appell richten, diese Möglichkeit auch zur Verbesserung der Frauenquote zu nutzen. Wie der Bildungsbereich ist auch der Bereich Forschung gut aufgestellt. Und dennoch haben wir einige Veränderungen hier vorgenommen, sei es durch Umschichtung oder neue Mittel, die obendrauf gestockt wurden. Zum Beispiel bei der Fraunhofer Gesellschaft haben wir 60 Millionen aufgestockt. Das ist gut angelegtes Geld bei deren Grundfinanzierung, ist doch die angewandte Forschung sehr stark nachgefragt und sie hilft eben Deutschland im Wachstum, im wirtschaftlichen Wachstum, aber auch in der Konkurrenzfähigkeit einen wesentlichen Beitrag leisten zu können. Das Programm Unternehmen Region, das Innovationsförderung in den neuen Ländern zum Inhalt hat, wird um weitere 2 Millionen auf 161 Millionen aufgestockt. Die Leibniz-Forschungsmuseen, ein Anliegen auch von meinem Kollegen Sven Schulz, wurden auch berücksichtigt. 5 Millionen bekommen die Forschungsmuseen für ihren Aktionsplan Forschungsmuseen, Orte von Bildung und Wissenstransfer hinzu. Und 3 Millionen gehen auch noch an das Museum für Naturkunde in Berlin in Kooperation mit Bohrmarker für die fossile Lagerstätte dort. Neu im Einzelplan 30 aufgenommen wurde die Einrichtung eines Forschungsverbundes zum SED-Unrecht mit dem Ziel, für die zeitgeschichtliche Forschung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur eine neue Struktur zu schaffen. Finanziert wird dies mit 5 Millionen Euro. Und für die Gründung eines Instituts für gesellschaftliche Zusammenarbeit wird 1 Million Euro bereitgestellt. Die sehr gute Gesamtstruktur des Bundeshaushaltes sowie die gute Einnahmesituation ermöglichen es, unser Land zu modernisieren und Zukunftsthemen wie zum Beispiel Digitalisierung noch stärker anzupacken. Letzte Woche war ich auf dem nationalen IT-Gipfel, der in meinem Wahlkreis Saarbrücken stattgefunden hat. Bei diesem IT-Gipfel ging es vor allem um die digitale Bildung. Es war beeindruckend zu sehen, was das Bundesministerium für Bildung und Forschung hier bereits leistet, mit den Smart Schools, mit den neuen Lehrerprogrammen, mit den Forschungsthemen zur Bedeutung und Arbeits- und Alltagsleben von Bürgerinnen und Bürgern. Für diese Zukunftsperspektive wurde unter anderem ein neuer Titel mit über 70 Millionen Euro angelegt. Auch das neue zu gründende Internetinstitut sowie digitales Lernen in der beruflichen Bildung fallen darunter. Aber nicht nur die digitale, auch die Herausforderung des globalen Wandels, bei denen wir unsere Forschungsanstrengungen vertiefen müssen, werden in diesem Haushalt berücksichtigt. Der gesamte Forschungs
Bereich Klima und Nachhaltigkeit wurden in den letzten acht Jahren kontinuierlich aufgestockt um 220 Millionen auf 548 Millionen Euro. Im Forschungsfeld Gesundheit hat sich auch vieles getan und ganz besonders glücklich bin ich, dass wir eine nationale Wirkstoffinitiative verankern konnten, gefördert über die nächsten 4 Jahre mit 51 Millionen Euro. Diese richtet sich an Antibiotikaresistenzen und eben um Krankenhauskeime bekämpfen zu können. Und da sollen neue Wirkstoffe eben erforscht werden. Und so steht fest, mit diesem Haushalt für Bildung und Forschung können wir gut in das neue Haushaltsjahr blicken, da alle wichtigen und zukunftsweisenden Themen adressiert und finanziert sind und das BMBF auch die Priorisierung, die wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben, gut umgesetzt hat. Zum Schluss danke ich unserem Hauptberichterstatter und auch meinen Mitberichterstatterin Frau Egin Dilligösch und Leiter aus persönlichen Gründen nicht anwesend Roland Klaus für die gute Zusammenarbeit. Ich bedanke mich aber auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unseren AGs, die immer Nachtschichten einlegen müssen, sowohl aber auch an das Haus den Dank gerichtet für die konstruktive Kooperation. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Egin Dilligösch für Bündnis 90 Die Grünen.